Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge Vlogmas am Dienstag, den 13. Dezember. Es ist mittlerweile 8.35 Uhr oder 8.40 Uhr, glaube ich. Ich habe mich fertig gemacht, denn wir sind jetzt gleich unterwegs. Ich muss ein paar Sachen einkaufen und besorgen und dann noch eine Story für den Kunden drehen. Und an und für sich erwartet uns in diesem Vlog ganz normales Gequatsche. Ich fand es aber sehr interessant, dass doch einige ASMR total gern mögen und sich davon angesprochen fühlen. Manche natürlich nicht, das ist absolut Geschmackssache. Es hat mir echt viel Spaß gemacht, das gestern zu drehen. Aber keine Sorge, meine Vlogs laufen weiterhin. Mit viel Geplaudere, ich mache das ja viel zu gerne. Aber vielleicht hier und da im nächsten Jahr auch mal ASMR. Schauen wir mal. Jetzt, wie gesagt, bin ich gleich unterwegs. Ich zu Libro, muss dort ein paar Dinge besorgen, unter anderem fürs Basteln, denn ich drehe da einen Reel, auch für Libro, gleich für den Kunden. Und dachte mir, es nämlich in den Vlog mit rein. Das sind nämlich so easy peasy Geschenke, den ihr habt ihr sicher schon bei Pinterest gesehen. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht nochmal teilen kann. Das ist meine Idee für Geschenkverpackungen und da freue ich mich. Das machen wir gemeinsam. Dann möchte ich diesen Candy Cane Latte heute mit euch gemeinsam trinken. Es wird ein bisschen was von allem. Ein bisschen shoppen, ein bisschen Haul, ein bisschen DIY, ein Rezept und aufräumen. Ich habe es euch schon mal gesagt. Ich hasse es, Wäsche wegzuräumen. Das ist übrigens frische Wäsche. Ich habe sie gerade aus dem Keller geholt. Da drüben haben wir Wäschekörbe voll mit Unterwäsche, Socken. Da drüben auch eine Hose für meinen Mann. Ach Gott, okay, das sind generell die Hosen meines Mannes. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber der schmeißt immer alles auf diesen Stuhl. Deshalb haben wir ihn gekauft, aber ich will mich gar nicht mehr auskennen. Ich kann auch nichts sagen. Bei mir ist es jetzt auch nicht besser. Und da drüben herrscht auch Chaos. Also, ja, möchte gar keinen verurteilen. Fakt ist einfach, dass ich aufräumen muss. Das heißt, das werde ich dann am Abend machen. Ein bisschen hier klar Schiff machen. Sachen und Socken sortieren. Da werde ich euch vielleicht auf eine Zeitschleife, also auf eine, na, wie heißt das jetzt? Auf diesen Schnelldurchlauf schalten. Und der Vlog geht übrigens erst morgen live. Also am 14. Ja, ich packe wieder zwei Tage zusammen, dann ist es für mich halt weniger stressig und ich kann auch am Abend ein bisschen runterkommen, weil ich liebe Vloggen und ich liebe dieses Daily Vlogging, aber es ist schon ein bisschen eine Challenge, weil ich muss diesen Vlog, wenn ich ihn an dem Tag drehe und auch an dem Tag veröffentliche, ja zwischendurch schon schneiden. Das kostet doch ein bisschen Zeit und ja, ich packe die jetzt wie gesagt zusammen. Jetzt packe ich mich mal in meine Klamotten, dass wir auch rausgehen können. Ich glaube, ja, ich sehe schon, ich habe da jetzt den richtigen Steady-Mode eingeschalten, nämlich den Active. Und da sollte die Kamera, oh Gott, herrlich. Ich habe ja wie gesagt eine neue Kamera, die Sony VZ1 und die musste ich erst einstellen. Und es macht mich ja selbst narrisch, wenn beim Gehen die ganze Zeit das Video so wackelt, sorry. Und ja, gut, ich ziehe mich mal an. Boah, da unten schaut es auch aus, aber das mache ich später. Ich weiß jetzt auch, warum es heute in der Früh so kalt war, als ich die Kinder in die Schule und in den Kindergarten gebracht habe. Es hat minus 4,5 Grad. Wie gut, dass ich jetzt nur ins Einkaufszentrum fahre. Das finde ich immer ein bisschen tricky. Im Winter ist es im Auto kalt und wenn man dann in den Shop reingeht, ist es so warm und so heiß und es wird so geheizt, dass man gar nicht weiß, was man anziehen soll. Ja, aber mit dem dicken Strickkleid passt das schon. Ich habe jetzt einfach die ganz klassischen Doc Martens angezogen. Meine eigene Bag geschnappt, die Bucket Bag. Und ich weiß gar nicht, ob man es sieht, aber ich habe mir gestern, oh, ich glaube schon, meine Brauen wieder mal gefärbt und geliftet. Hat er natürlich auch ein bisschen betont. Huschi! Gut, also wir sehen uns gleich wieder im Fisher Park. Oh Mann, in dem Parkhaus vom Einkaufszentrum ist es wärmer als draußen. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, ich habe heute noch nicht gefrühstückt. Noch gar nichts. Ich habe nur ein Glas Wasser in der Früh getrunken. Das heißt, ich möchte mir jetzt einen Gelatte oder so holen. Ich hätte irgendwie Lust drauf. Kaffee dann erst später, wenn es diesen Candy Cane Latte gibt, den wir gemeinsam machen. Aber jetzt hätte ich irgendwie Lust auf Gelatte. Aber zuerst gehe ich mal zu Libro und besorge Bastelmaterialien für unser DIY und Co.
Ich war sehr erfolgreich und habe eigentlich viele Sachen gekauft. Ich hätte gar nicht damit gerechnet. Also meistens, wenn man gar nicht shoppen möchte, findet man echt viel. Und bitte, wie cool ist dieses Spiel? Ich liebe Jumanji, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus meiner Kindheit. Ja, jetzt war ich bei Libro also schon erfolgreich, zeige euch den ganzen Haul zu Hause. Und jetzt schaue ich zu einem ganz neuen Shop mal gucken, was es da gibt. Also, ich war jetzt bei Libro, bei Tezenis, glaube ich, heißt es. Dann habe ich mir was bei Rituals gegönnt. Ich mag diese Düfte eigentlich total gerne zur Weihnachtszeit. Jetzt noch eine Chai Latte von Dunkin' Donuts. Und jetzt geht es ab nach Hause. Einen Donut habe ich mir auch geholt. Den kann ich aber jetzt erst zu Hause essen, denn ich muss jetzt gleich weitermachen beim Basteln. Mit euch gemeinsam. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass die Sonne heute scheint? Ich weiß, very British für mich, obwohl ich gar kein Brite bin, aber wie herrlich ist das bitte, dass wir den zweiten Tag in Folge Sonnenschein haben, im Dezember. Das hat es diesen Dezember noch nicht gegeben, weil meistens ist ein Tag schön und 5 Tage oder 6 Tage schier. Nein, Sonnenschein, tanken, Energiespende. Ihr wisst, wenn die Sonne scheint, bin ich einfach so gut aufgelegt. Ich meine, es muss jetzt nicht jeden Tag immer Sonne scheinen, ja? Und ich kann es eh nicht beeinflussen, selbst wenn es das Ganze hält, aber einfach Helligkeit. Oh, das ist so ein Moodbooster. Ich liebe es einfach. Ja, und jetzt muss ich noch ganz schnell Lebensmittel einkaufen fahren. Dann werde ich, glaube ich, ganz kurz mit einer dicken Jacke auf die Terrasse rausgehen, dort meine Chai Latte trinken. Obwohl, nein, ich glaube, das geht sich für die Zeit nicht aus, weil ich wollte nur ein bisschen Sonne tanken. Aber es ist draußen kalt. Jetzt ist es minus 5,5 Grad. Buh. Nein, ich trinke ihn drinnen und setze mich aber einfach zur Terrassentür und lasse die Sonne durch das Glas auf mich scheinen. Ja, bisschen weird. Ich habe, wie gesagt, noch nichts gegessen, noch nichts getrunken. Es ist schon 10.25 Uhr. Normalerweise habe ich schon längst gefrühstückt und dann bin ich immer ein bisschen... Lebensmittel einkaufen, ab nach Hause, DIY mit euch machen, alles für Instagram auch mit Filmen nebenbei, für ein Reel, das ich dann halt abgeben kann, für den Kunden genauso die Story. Also für Libro mache ich das Reel genauso, wie ich jetzt gerade eben die Story aufgenommen habe. Und ich dachte, ich nehme euch auch im Vlog ein bisschen mit beim Shoppen. Ich habe so viele coole Bücher entdeckt, von denen ich an dich gar nicht gedacht habe, ja. Also richtig cool. Oh Gott, was macht denn dieser Lastwagen jetzt? Also, jetzt melde ich mich dann aber erst fix wieder von zu Hause aus. Wie süß eigentlich auch dieser Becher. Ho, 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 Dunkin' Donut Becher. Und ich habe mir den Grinch. Aber ich muss jetzt die Nase abgegangen. Ah nein, der hat ja keine Nase. Hier auch unser Zuckerhäuschen. Ich werde jetzt doch, ich komme schon langsam blöd, weil ich es immer weiter rauszögere. Ich werde diesen Candy Cane Syrup jetzt doch erst morgen machen. Weil wenn ich jetzt den Gelato trinke, muss ich gleich mal kosten. Sehr gut, sehr gelatig. Und mein Donut ist, und es ist 10.39 Uhr, dann werde ich nachher nicht noch einen Kaffee brauchen, vor allem, weil ich heute bis spät Mittag esse. Also mache ich das morgen in aller Ruhe in der Früh, dann kann ich auch gleich Fotos für Instagram machen. Ich glaube, das passt viel besser. Ja, genau, Donut. Da ist Haselnusscreme drin. Ich glaube, nur Teller, oder? Lieber Dunkin' Donut. Sorry für Schmerzen, ich richte das Setting hier und wir basteln gleich. Ich dachte mir, ich probiere heute mal ein anderes Setting aus und mache das Reel für den Kunden hier bei meinem kleinen Bürotischel. Weil es ist sonst in meinem Esstisch, ich meine, dementsprechend schaut es da jetzt aus, weil ich alles rübergeschoben habe. Ja, und mit der alten Kamera filme ich quasi das DIY. Es geht darum, dass diese Papiertüten, wie gesagt, super simpel mit Stiften verziert werden. Da werden Lebkuchen aus Bord gemalt, dann kommen so Tissue Paper, also Seitenpapier kommt hinein. Dazu natürlich auch noch ein paar Tags und Schleifen, damit man das dann alles schön als Geschenktüte wiederverwerten kann. Also das habe ich alles bei Libro gekauft und ich mache mich jetzt auch schon mal ans Video filmen und ja, zeige euch dann das Ergebnis, hätte ich gesagt.
fertig mit den drei Tüten, die ich gerade für das Reel für Libro gemacht habe. Und ich zeige euch jetzt noch ganz fix einen Trick, wie ihr solche Schleifen aus einem Band selber machen könnt. Darin bin ich nämlich Profi, denn ich habe das für unsere Hochzeitseinladungen 60 Mal gemacht. Nein, gut, nicht ganz 60 Mal. Aber wir haben unsere Hochzeitseinladung ja selbst gemacht. Da gibt es auch einen Blogpost dazu, einen sehr alten. Wir haben ja einen Hochzeitsbaum fällen lassen, also eine Birke, und haben diesen Baum komplett verwendet. Wir haben daraus Einladungen gemacht, Tischkärtchen, Tischnummern, also ja, das Gleiche. Dann ein Menüplan und eben auch Einladungen. Das heißt, wir haben wirklich das Holz geschliffen, lackiert. Ich habe alles mit der Hand beschriftet, den kompletten Einladungstext. Und auf diese Einladung haben wir dann noch so eine grüne Schleife, grün und weiße Schleife draufgeklebt. Und zwar geht das so: Ihr schneidet einfach ein Stück Band zu, überkreuzt das Band dann so, kreuzt das Band dann so, drückt es da zusammen, so, also möglichst so in diese Richtung. Dann nehmt ihr eine andere Schleife oder ein anderes Band, legt das quasi hinten drüber, da vorne möchten wir den Knoten haben, verknotet das ganz, ganz streng. Also, wir ziehen das wirklich ganz stark zusammen, so schwupp, ja, tada, und im Prinzip habt ihr jetzt schon die Schleife. Jetzt einen Knoten machen. Und die Schleife ist fertig. Jetzt kann man die Schleife noch, wie man möchte, zurechtzupfen. Zum Beispiel ist das eine Teil etwas kleiner als das andere. Kann ich hier noch ein bisschen nachziehen und das größer machen. Und das Praktische an diesem Bändchen zum Beispiel ist, dass ihr das dann gleich verwenden könnt, um das Ganze auf eine Tüte festzumachen. Das heißt, ihr könnt quasi das ja hinten dann nochmal festmachen. Habt ihr vorne die Schleife dran. Genauso habe ich das auch bei dieser Tasche hier gemacht. Das heißt, ich habe dann an diesem Henkel die Schleife einfach montiert. Das geht super easy. Und ihr braucht nie wieder Schleifen kaufen. Finde ich sehr praktisch, weil es so viele schöne Bänder gibt. Und im Prinzip könnte man damit sich auch Christbaumschmuck machen. Habe ich mir ganz viele von den Schleifen machen und könnte das am Baum festmachen. Mal schauen, wie das Christkind in diesem Jahr den Baum schmückt. Vielleicht wäre das ja eine Idee. Ja, gut, so, ich muss jetzt die Kinder abholen. Ich habe jetzt echt etwas länger gebraucht. Es hat jetzt über eine Stunde gedauert, bis ich dieses Reel gedreht habe mit den einzelnen Einstellungswinkeln. Ich hole jetzt die Kinder von der Schule ab. Dann muss ich ganz schön was zum Essen kochen. Und dann habe ich mit Alex Elternsprechtag, Kindereltern-Lehrergespräch, Kellgespräch, da muss ich auch hin. Am Nachmittag werde ich eigentlich das ganze Videomaterial verarbeiten. Das, was ich jetzt gedreht habe, also schneiden, das heißt in InShot, also in einer App auf dem Handy, alle Videos schneiden, abgeben. Weber-Content muss ich noch abgeben, das heißt, mein Nachmittag ist sehr arbeitsintensiv, Hausaufgaben mit den Kindern machen, und dann zeige ich euch später noch, was ich gekauft habe, aber weil ich habe das Christkind unterstützt, das heißt, ich muss das jetzt auch verstecken. Zeige ich das dann am Abend, und am Abend muss ich Wäsche zusammenlegen, ja, sehr langweilig. Aber ich melde mich auf jeden Fall zwischendurch dann gleich wieder bei euch. Chai-Tee aus meinem Adventkalender war da drinnen, der Chai-Charge. Charge passt ganz gut, ich bin nämlich urmüde. Also gibt es ganz fix Tee mit Milch. Das soll auch passen. Warum trinkst du Tee mit Milch? Weil ich das gerne mag, eine Tea-Time. Ich mag auch. So, also mag ich keinen gesüßten Tee, aber bei Chai-Tee gehört ein bisschen Honig rein. Wir sehen uns im dunklen Schlafzimmer wieder. Ich habe mich gerade abgeschminkt, Haare einfach nur hochgewurschtelt. Und ich widme mich jetzt den Körben des Schreckens. Den Wäschekörben. Wie schon gesagt, hier ist überall Unterwäsche, Geschirrtücher, ja, Socken sind drinnen. Das muss ich jetzt alles durchschauen und durchsortieren. Ich werde mir jetzt aber hier auch ein ätherisches Öl reingeben in meinen Diffuser. Ich überlege nur gerade, Peaceful Night. Wesley Winters. Okay. Na, das mag ich heute doch nicht. Was haben wir dann noch? Oh, das ist gut. Das nehmen wir. Peaceful Night. Da gebe ich aber wirklich nur ganz wenig hinein in den Diffuser. Ich glaube, das sind. Ich glaube, da gebe ich so drei Tropfen rein. Mehr nicht.
Diffuser habe ich bei TK Maxx gefunden. Ich finde den richtig gut und ich mache immer ganz wenig und wirklich nur abends. Gerade zum Befeuchten hier im Schlafzimmer, weil doch die sehr trockene Luft ist. Dann habe ich hier schon meinen Fencheltee und zur Lumi-Lampe muss ich jetzt eigentlich sagen, also ich verwende sie eigentlich nicht als Wecker, ganz ehrlich, ich verwende sie wirklich als Licht, weil das finde ich halt total cool, dass man die so steuern kann. Also ich könnte jetzt eben den Sonnenaufgang imitieren, wenn ich das möchte. Zum Schlafen gehen mache ich es dann eher immer in diese Richtung, dass ich auch ausreichend müde werde. Und so wie jetzt gerade gibt es halt echt gutes Licht auf der höchsten Stufe, sodass ich auch im Raum ausreichend Licht habe. Und ja. Ich fange jetzt mal an zum Socken zusammenlegen, trinke mein Fencheltee und schaue mir Vlogs von Zoe Sack und von Josie London an und von wem auch immer noch neue Vlogs folgen. Morgen am Mittwoch, den 14. Dezember. Oh, da ist doch sehr heiß, der Tee. Ich trinke gerade einen Chai Latte. Haben wir heute wieder einen gemacht, aber dieses Mal mit einer losen Teemischung aus dem Teeshop, den wir letztens erst gekauft haben. Und ich habe das perfekte Frühstück für den heutigen Tag. Es ist urkalt draußen, richtig, richtig frisch. Boah, der Wind und überhaupt. Und, ich mag Weihnachten, aber ich mag den Winter ja eigentlich überhaupt nicht. Und dazu passend habe ich mir, ich hole euch mal her, einen mega guten Porridge gemacht. Das ist Porridge mit Haferflocken und Haselnüssen in Milchwasser gekocht, dazu ein bisschen Apfelfrisch gekocht, dann so ein gebranntes Mandelmüsli und der Dauberfruchtikus Bratapfel. Ich meine, wenn man sowas mag, ist es einfach mega. Ich liebe es, es wärmt so gut. Ja, und ansonsten bin ich jetzt dabei, den Vlog zu schneiden. Heute ist überhaupt ein richtig, richtig guter Start in den Tag gewesen. Es ist jetzt 7:07. Ich habe schon den Geschirrspüler ausgeräumt, die Küche zusammengeräumt, mein Frühstück gemacht, mich geschminkt, angezogen, habe Vlog angefangen zu schneiden. Ich esse jetzt mein Frühstück, wie gesagt, und werde jetzt ein bisschen was weiterarbeiten. Dann möchte ich euch gleich noch zeigen, was ich gestern gekauft habe. Unter anderem ja dieses Hemd, das habe ich heute gleich angezogen. Ihr habt es aber eh auch schon in der... Okay. Bringt jetzt nichts, wenn ich aufstehe. Ihr habt es ja bereits in der Umkleidekabine gesehen in diesem Video bei T10 ist oder so. Gut, dann zeige ich euch, wie gesagt, gleich, was ich alles gekauft habe. Jetzt esse ich mal mein Frühstück fertig. Da bin ich auch schon mit den Sackerl-Tüten von gestern. Mir fällt auf, ich sage eigentlich ur-oft Tüten und ich glaube, der Urösterreicher wird sich aufregen, weil es heißt Sackerl. Und ich sage eigentlich auch Sackerl. Also ich weiß noch, wie es erst mal in München war, mit 20. Und ich bin in ein Geschäft reingegangen und eine Dame sagte zu mir, ob ich eine Tüte wollte. Möchte. Und ich habe mich mal überhaupt nicht ausgewählt, bei mir heißt es Sackerl. Aber ich finde, es ist ein Unterschied. Na doch nicht. Na, das Plastiksackerl, das was es heutzutage nicht mehr gibt, weil Plastik böse. Also das Plastiksackerl, das urige, typische, gibt es ja nicht mehr. Und ich sage aber schon Papiertüten, nicht Papiersackerl. Eigentlich ist es Sackerl. Ach, ich muss öfter Sackerl sagen. Ja, kommen wir mal zu Rituals. Also ich fange von hinten an, nach vorne. Ich habe irgendwie wieder Bock gehabt auf Rituals. Also ich verwende total gerne Duschsachen von Fahr oder Nivea, Badesachen ja von Lush, also auch Duschen und Badesachen. Ihr wisst, meine Badebombe, meine Heilige von Lush, die liebe ich sehr. Aber gerade so Duschschaum und Duschgel mag ich auch gerne von Rituals, weil die haben für mich gerade im Winter so einen, ja, so einen richtig süßen, super netten, angenehmen Duft und ich finde gerade im Winter, wenn es draußen kalt ist und man hier so viel Zeit drinnen verbringt, kann man sich drinnen auch ein bisschen ein Home-Spa damit machen. Da habe ich mir mal den Good Fortune Spray Schaum Foaming Shower Gel, ein Geschenkset für mich. Ja, das ist für mich, also die Dinge da drin können mir, das schenke ich nicht weiter. Das war nämlich recht günstig. Das hat statt 45 € 34 gekostet
und wir schauen jetzt mal rein. Also ich glaube, die Produkte mag ich alle. Ich habe es mir angesehen, habe auch daran geschnüffelt. Einmal dieses schöne Siegel hier jetzt aufreißen. Und da haben wir Ritual of Ayurveda. Oh, meine Mama wäre stolz. Meine Mama ist ja Kundalini-Lehrerin, Yoga-Lehrerin, Ayurveda, alles in diese Richtung. Und da haben wir eine Duftkerze. Diesen Body Scrub, ich mag den total gern von Rituals, da dachte ich mir, der wäre cool, den muss ich mir holen. Dann auch noch eine Body Cream, ich bin jetzt zwar kein großer Body Cream Fan, aber ich denke mir, die kann ich sicherlich auch als Handcreme benutzen. Und um das ist es eigentlich gegangen, noch einen zweiten Duschschaum. Dann habe ich bei Tizenis auch noch super coole Socken gekauft. Also die haben nur... Warte mal. Die haben 2,99 gekostet. Finde ich voll süß. Ah, so rum. Da ist das Bündchen. Da sind die Zehen unten. Also einmal solche Socken und solche Teddy-Socken. Voll lieb. Ich liebe dieses Muster. Das wisst ihr auch. Das ist genau mein Muster. Das Tartan-Muster. Also Säckchen. Und eben diese Bluse da, diese große. Und dann habe ich bei Libro echt viel eingekauft. Das war total spontan, aber mit der Jumanji, mega. Dieses Spiel möchte ich unbedingt am Wochenende spielen. Ich liebe Jumanji, den Film, den uralten Film. Also ich mag auch die Neuverfilmung mit Dwayne Johnson, beide Jumanji 1 und 2. Aber Jumanji, der alte Film mit Robin Williams, ist einfach einer der besten. Dann habe ich so einen Kreativ- und Bastelkoffer gekauft. Da möchte ich nächste Woche mit den Kindern vor Weihnachten noch ein bisschen was basteln. Ich schaffe es ja, dass ich morgen meine, oder übermorgen eigentlich fast alle Kooperationen dann schon abgeschlossen habe für bevor Weihnachten. Das heißt, ich habe auch nächste Woche mehr Zeit und freue mich auf, ja, darauf, die mit meinen Kindern zu nutzen. Und dann habe ich das Christkind unterstützt und habe ein paar Bücher gekauft. Schatzi, schau jetzt nicht mehr zu. Wenn du den Vlog anschaust, spul vor. Einmal die nettliche Geschichte habe ich mir gekauft. Das kommt aber auch unter den Baum. Das heißt, das Christkind wird einfach 4 Bücher unter den Baum legen. Ich liebe die Filme. Das ist für mich absolute Kindheit. Bastian, Fuchur. Oh, so schön. Da dachte ich mir, dieses Buch ist sicher sehr, sehr cool. Einfach, um es zu Hause zu haben. Dann habe ich Max ein Buch gekauft. Eigentlich sind es 2 Bücher in einem Band, nämlich Tom Gates. Ich glaube, Band 1 ist 1a Ausrede, Band 2 ist Wo ich bin, ist Chaos oder umgekehrt. Ich weiß es nicht, aber es ist ziemlich cool. Er mag ja Greg total gerne. Ich finde, die Greg-Bücher sind ganz nett für die 1. und 2. Klasse, aber meiner Meinung nach, ab der 3. Klasse sollte man dann schon etwas mehr lesen. Und das ist auch so ein bisschen im Comic-Stil geschrieben, ist aber gerade etwas mehr vom Schreibstil her. Zum Beispiel Mr. Fuhlmann krümmt sich vor Schmerzen und braucht für alles doppelt so lange. Und der Rest des Tages geht auch nicht schneller vorbei. Mir kommt es vor, als würde jemand die Welt absichtlich langsamer drehen, weil er genau weiß, dass heute Abend das Konzert ist. Also es ist mehr wirklich schon in Erzählform geschrieben, mit direkter Rede, indirekter Rede, was auch gerade bei Max in der 3. Klasse im Schulstoff sehr wichtig ist, auch aus Vorbereitung für die Schule bei der nächsten Klasse. Und ich dachte mir, jetzt kann man schon weitergehen von Alex, wir kommen vom Christkind, ein Silbenbuch, also Schulgeschichten, das kleine Muffelmonster, nicht Müffel, Muffelmonster, finde ich auch ganz nett, das ist halt wirklich super zum Lesen für ihn, ja, Alex liest sehr gut, aber da haben wir schon diese große Schrift und diese einfachen Worte mit diesen Silben unterbrochen, zum Beispiel Moritz staunt, als er von der Schule kommt, auf seinem Bett hüpft ein kleines Monster, ja, also Anfängerbuch, dann finde ich Greg und so weiter passt ganz gut als 1., 2. Klasse und ich finde ab 3., 4. Klasse dann auf jeden Fall schon etwas mehr zum Lesen. Und für meinen Mann habe ich auch was gekauft. Fun Fact, ich glaube, ich habe es aber schon mal erwähnt, ich war früher einer der größten Anime- und Manga-Fans, glaube ich, in meiner Altersklasse. Ich hatte extrem viele Mangas, habe alle gelesen, habe auch Anime und Manga viel gezeichnet, habe wahnsinnig viele Animes gekauft, habe mein ganzes Taschengeld damals reingesteckt in Neon Genesis Evangelion. Also mit Sailor Moon und Lady Oscar, da ist angefangen, aber extrem viele. Ich habe einfach wahnsinnig viele Mangas und Animes gehabt. Aber Neon Genesis Evangelion war mein allerliebster Anime. Ach, Asuka, Shinji, Rei mag ich überhaupt nicht. Ah, super, toll. Aber eigentlich ein sehr trauriges Ende. Und ich weiß auch, als ich dann die letzten Folgen gesehen habe, war ich einfach am Boden zerstört. Das ist nicht schön.
wie das Ganze ist. Ja, gut, aber um jetzt auf das eigentliche drauf zurückzukommen, mein Mann liebt Dragon Ball, wir haben die ganzen Dragon Ball Folgen geschaut, als ich hochschwanger war. Dragon Ball habe ich selbst nämlich damals auch die Mangas gelesen. Ich dachte mir, das ist ganz nett, einfach so als Gag, damit hat er eine Klo-Lektüre. Dass er nicht immer nur Handy spielt am Klo. Das ist auch so ein Männerphänomen, oder? Gut, das war's. Das sind alle Sachen, die ich gekauft habe. Ich muss das jetzt alles verstecken, also zumindest die Bücher. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir den Candy Cane Latte. Es ist jetzt schon 3:10 Uhr. Ich hätte schon Bock drauf, Lust drauf. Und muss das sowieso alles auch fotografieren für Instagram und möchte die Zeit nutzen. Also geht's ab in die Küche. Dann brauche ich natürlich Milch. Dazu werde ich die Milch jetzt gleich mal aufschäumen und heiß machen. Dann habe ich mir hier so eine durchsichtige Tasse genommen, weil man das darin dann besser sieht. Das ist übrigens mein Stift fürs Fotografieren für Instagram. Einmal Schlagsahne. Unser Candy Cane Sirup, den wir eingekocht haben. Da sind jetzt schon die zwei Espresso-Shots drinnen. Dann auch noch eine weiße Schokolade zum Garnieren. Und natürlich auch noch Candy Canes gecrushed, also klein gehackt mit einer ganzen Candy Cane. Und ich werde das jetzt einfach mal zusammenmixen. So, als erstes der Sirup. Da geben wir schon mal gescheit was rein. Okay, das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu viel. Jetzt kommt hier mal ein bisschen Espresso rein. Reichlich Schlagsahne. Oh yeah. Oh yeah. Mega. Und da drauf jetzt etwas weiße Schokolade reiben. Oh Mann, das ist ja ein sündiger, süßer Kaffee. Und nicht zu vergessen, ein bisschen Candy Crush. Fertig ist der Candy Cane Latte. Ich muss mich jetzt aber ein bisschen beeilen, damit ich jetzt auch noch Fotos hinkriege, bevor mir die Schlagsahne hier abwascht. Ich habe übrigens noch Dunkin' Donuts gestern besorgt fürs Setting und weil wir heute Besuch kriegen von einem Schulfreund von Max. Und ich werde ihn natürlich auch gleich verkosten. Das war jetzt ein bisschen ein Chaos. Also der Kaffee schaut jetzt ein bisschen anders aus, weil ich zweimal Schlagsahne drauf toppen musste, um irgendwie ein Foto hinzukriegen. Ich bin mit dem Foto nicht zufrieden, aber es ist ja wurscht. Es ist egal. Dieser Kaffee war eine Herausforderung. Ihr wisst, ich wollte eigentlich einen Peppermint White Mocha machen, habe aber keinen Pfefferminzsirup gefunden. Dann kam der Tipp von einigen von euch, einen Pfefferminzsirup bei Amazon zu bestellen, zum Beispiel den von Monin. Der kommt aber erst am 19. oder am 23. Dezember und dann habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ich wollte den Sirup eigentlich selber machen. Jetzt habe ich aber meinen Candy Cane Sirup gemacht. Der ist super, den kann man echt cool verwenden. Ich finde zum Beispiel auch auf Grießpudding, auf normalen Vanillepudding, in Kaffee, vielleicht auch in Tee. Also das ist sicherlich eine nette Idee, auch als Geschenk. Und dieser Kaffee, wie gesagt, ich habe jetzt mehrere Fotos machen müssen, dann immer wieder die Schlagsahne runter. Deshalb ist der Kupf jetzt weg, aber er schmeckt sehr gut. Einfach wie ein sehr, sehr guter Espresso mit einer gewissen Süße. Der Vorteil von dem normalen Candy Cane Sirup, den wir gemacht haben, ist ja, dass es Erdbeersirup ist. Das merkt man aber gar nicht, das ist einfach nur zuckrig. Ich finde mit weißer Schokolade, man könnte auch weiße Schokolade quasi nämlich untermengen und quasi heiße Schokolade mit dem Sirup und oben einfach den Sirup noch drauf träufeln auf den Schlagobers. Also ja. Er ist fertig, er ist lecker, wenn man süßen Kaffee mag, ist er perfekt. Ich würde jetzt mal sagen, Buddy der Weihnachtself wäre sehr happy mit diesem Kaffee. Ich bin es auch, er ist erledigt. Ich habe das Rezept ausprobiert, ich habe ein Foto gemacht. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das Foto irgendwas gleich schaut, weil es war jetzt echt voll das Chaos in der Küche. Dazu auch noch der Postbote, der zwischendurch angeläutet hat, der mir echt leid tut, weil ich habe ihn nur angeschrien quasi. Schlechter Zeitpunkt, mir läuft die Schlagsahne davon, ich muss shooten. Und ja, oh mein Gott, er weiß, was ich mache, beruflich. Ja. Aber ich hoffe, dass man da das Foto verwenden kann für Instagram. Und auch eines in der Küche. Schauen wir schnell durch. Ja, ich glaube, wenn ich das noch entsprechend ein bisschen bearbeite, dann sollte das vielleicht ganz gut werden. Ich bin immer so selbstkritisch. Keine Ahnung.
Ich habe nämlich letztes Jahr so ein cooles Foto gemacht mit diesen Dunkin' Donuts. Das hat mir viel besser gefallen, aber das lag vielleicht auch am Styling. Egal. Mir ist gerade übrigens was aufgefallen, wo mich gerade kurz der Schlag getroffen hat. Ich habe mich nämlich vorhin gefragt, was das so laut gebumpert hat. Also es war so bom bom. Ich weiß, warum ich eigentlich ungern bis nie Kerzen unbeaufsichtigt im Haus. Also wenn ich jetzt eine Kerze angezündet habe und ich hole die Kinder vor der Schule ab, dann puste ich die Kerze immer aus. Bei einer normalen Kerze im Gas sollte das nicht so schnell passieren, aber schaut mal, was mit unserer Adventkerze passiert ist. Die ist einfach mal abgebrochen, zum Glück da reingefallen, wo schon eine Kerze drunter stand. Ich habe das Wachs jetzt erkalten lassen, das muss ich jetzt noch wegkratzen. Ich meine, das geht jetzt. Aber die Kerze ist einfach mal geschrottet. Die ist einfach abgebrochen. Finde ich ziemlich heftig und auch ein bisschen ärgerlich, weil dieser Kerzenständer eigentlich neu ist. Und den muss ich jetzt mal irgendwie von dem Kerzenwachs befreien. Falls ihr Tipps habt, wie ich das gut machen kann, wäre das echt toll. Weil, ja, den habe ich erst neu gekauft. Und ich mag das nicht abkratzen. Ach, das ist echt ärgerlich. Aber ja, deshalb immer aufpassen, wenn es um Kerzen geht. Ich räume hier jetzt gleich mal zusammen. Die Küche auch, denn da herrscht, wie gerade gesagt, Chaos hier drinnen. Ist die ganze Schlagsahne, die ich zweimal reingeclasht habe. Das war's dann aber auch mit diesem Vlog. Also ich beende den jetzt, ich höre jetzt auf damit, weil ich glaube, er ist schon sehr, sehr lang geworden. Und vielleicht starte ich, ich starte heute gleich einen neuen Vlog. Das heißt, wir sehen uns ja dann eh morgen wieder. Denn morgen bin ich unterwegs mit einer Freundin frühstücken. Dann kommt sie mit dem Sohn auch gleich zu Besuch. Das heißt, es wird ein bisschen schwierig, Content für euch zu erstellen, aber ich habe gerade ein Paket bekommen und ja, ich filme einfach mal wieder drauf los. Ja, ich weiß, viele von euch sagen, und das finde ich auch sehr schön, ich muss keinen Plan haben, aber ich habe halt immer Angst, wenn ich jetzt nicht irgendwelche Rezepte oder DIYs oder irgendwelche anderen Themen bespreche, dann ist es langweilig, weil ich mache halt nicht so viel den ganzen Tag. Aber gut, am Wochenende besuchen wir auch Christkindlmarkt und wir holen den Christbaum. Das heißt, da kommt dann auch auf jeden Fall wieder etwas Spannenderes auf euch zu. Vielen Dank fürs Reinschauen. Kommentiert mir bitte gerne, wie ihr zum Beispiel Geschenke verpackt oder ob euch ein Buch inspirieren konnte. Was ist in diesem Video eigentlich gegangen? Ja? Habt ihr schon alle Geschenke besorgt? Fehlt euch noch was? Und einfach ein Emoji. Nur ganz fixes Einfallen, das ist dann immer dieser Druck. Ich brauche dann irgendeine eine Emoji-Idee. Und ich würde mich sehr über ein rotes Herz oder ein weißes Herz freuen. Irgendwas, was zum Thema Candy Cane passt, weil die hat mich jetzt tagelang sehr, sehr beschäftigt. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Vlogmas-Vlog. Ich freue mich auf euch und wünsche euch eine wunderschöne Wochenmitte. Ich habe, wie gesagt, eine neue Kamera, neue Flaggen. Also richtig cool. Oh Gott, was macht denn der Lastwagen jetzt? Help! Na gut, ich bin auch ab. Oh, wer so viel Sonne hat, der wird das Gesicht wahrscheinlich jetzt gar nicht gesehen. Also. Oh Gott, sorry, das Schmerz. Nicht Spray, aber was in der Spraydose ist, Shower Foaming. Das Foaming Shower Gel. So. Oh, ich hab gepasst. Okay, jetzt habe ich aber ganz schön lang gebraucht. Hoppla.